Portal 2 und ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Das ist mir relativ wurscht. Test 1, 2. Ich nehme heute nicht alleine auf, sondern ich bin heute zu zweit. Nein. Du bist zu zweit? Ja, ich bin zu zweit. Meine bessere Hälfte sitzt neben mir. Tjo. Ja, und zwar, keine Ahnung, zweite Aufnahmesession Portal innerhalb von 2 Tagen oder so. Wir sind hier gerade ein bisschen am Updancen. Ich habe hier von den Freudentropfen Nana dabei. Tjo. Habt ihr gerade... Ja, ich habe ihr gerade gegen die Nase gepikst, fragt nicht. Ihr seht es sowieso nicht, also es ist egal. Ich hatte ja im letzten Part gefragt nach Verbesserungsvorschlägen, von wegen, ob ihr irgendwie Untertitel wollt oder Musik lauter, leiser etc. Das kann ich jetzt leider nicht drauf eingehen, weil ich das noch nicht mal hochgeladen habe, also... Auch nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt gerade einfach nur tierisch Bock, Portal 2 zu spielen und wir setzen einfach mal fort. So. Noch irgendwas? Nee. Hast du eigentlich Portal 2 mal gesehen bei irgendwem? Ich nicht mal den ersten Teil. Ich habe keine Ahnung vom Portal sowieso. Ich weiß nur, Loch schießen, Loch da schießen, durchgehen und da wieder rauskommen. Mehr weiß ich nicht. Das ist gut, dann wirst du dich freuen, wenn du GLaDOS kennenlernst. GLaDOS ist die nette Computerstimme, die mich durch dieses Spiel geleitet. Alle Zebbe. So. Sieht vielversprechend aus. Da unten wartet der Tod. Sieht vielversprechend aus. Also, wo genau muss ich hin? Oh Gott, das wird sowas von mein Tod. Ah, da bewege ich eine Plattform, das ist ja cool. Puh, jetzt bewegt sich das die ganze Zeit, oder was? Zieh der Testkammer. Ich muss da hinten hin und da muss ich noch den Würfel von da mitnehmen und auf den Schalter setzen. Einfach da ein Loch machen hinter dir und dann vorne ein Loch. Dann bist du durch. Hüpfi! Ah, es ist angehalten, gut. Weil wenn ich jetzt... Ich wurde schon mal von dem Ding erschlagen. Was ist das? Das ist ein gewichteter Kubus. So, jetzt muss ich das Teil wieder bewegen. Das ist ja cool. So. Ha! Es bewegt sich! Scheiße. Nein! Ich muss hier ganz vorsichtig, weil das Ding ist... Im Prinzip ist hier so gut wie alles. Du kannst dir lassen. Du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Ja, das ist GLaDOS. Sie ist wirklich sehr nett zu mir. Sie hat mich hier freundlich bei sich aufgenommen, nachdem ich sie umgebracht hatte im ersten Teil. Sie ist eine künstliche Intelligenz. Okay. Also, Aufzug? Ich höre das nicht. Du bist schlecht. So ungefähr. Aber es ist GLaDOS. Sie ist so. Sie darf das. Ich hab sie lieb, so ein bisschen. Ich hab sie im ersten Teil Brunhilda getauft. Da wusste sie noch nicht, dass sie GLaDOS heißt. Und im ersten Teil hatte sie auch eine Stimme, die irgendwie nicht so sexy war wie die hier. Muha, okay, alles klar. Merken. Ja. Ist alles ziemlich kaputt hier. Sie war sehr lange out of order. Oh, ich mag diese kleinen Comics an den Wänden, die sind voll toll. Viel Gewicht. Achso, es ist so ein Schleuderteil. Okay, dann werde ich jetzt auf Schleuderteile treffen. Wuhu! Schleuder. Testkammer 5. Wow. Okay. Ja, GLaDOS ist noch am Aufräumen. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ja, ich kann keine Probleme lösen, wenn ich ins All katapultiert wäre, also katapultiere ich mich erstmal auf die andere Seite. Ja, ich überlebe sowas. Ja. Oh Gott, jetzt fängt es draußen an zu regnen. Ich mache erstmal das Fenster zu. Sonst hört man nachher noch den Regen auf der Aufnahme, das wäre uncool. Was passiert da? Da kommt... Okay. Boing. 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 Oh, okay, ich habe es verstanden. Ich muss das Ding mitnehmen. Timing. Kein Timing. Ich krieg das hin. Da. Wuhu.
Das macht sogar richtig Spaß. Ich kann es auch alleine nach vorne schießen lassen. Sehr gut. Ich habe fast den Dings da hinten getroffen. Oh, Kamera. Ha! Scheiße. Da, Kamera. Ich gehe nicht ohne meine liebe Kamera irgendwo hin. Sind hier noch irgendwo Kameras? Da ist Schrott. Okay, egal, hinterher. Hui! Da ist noch eine. Kamera! So, Kamera 1. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ja, very interesting, Lados. Erzähl mir mehr davon bei Zeiten. Langsam traue ich diesen Aufzügen nicht mehr, da kommt zu viel Dreck durch die Schächte. So, jetzt müsste ich in Testkammer 6 sein. Ich hoffe mal, ich erinnere mich noch richtig dran, dass mein Lieblingskubus gleich was nicht auftaucht. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Oh, forever alone. Ganz alleine. Wenn sie anfängt, mich umzubringen, wirst du sie nicht mehr mögen. Obwohl, klar, das macht den... Sie war wirklich sehr lange außer Betrieb. Sie muss erstmal die ganzen Teststrecken bauen. Damit ich überhaupt testen kann. Wobei ich es gar nicht will. Sie zwingt mich dazu. Da wollte ich durch. Stopp. Das ist bestimmt irgendein Secret. Ach, egal. Scheiß auf Secrets. Hui. Hui. Mein Gott. Das ist fast gar nicht sinnlos. Scheiße. Jetzt habe ich was falsch gemacht. Blau. Rot. Ein Land. Ich glaube, ich fühle mich hier sogar wohl. So, orange, damit ich da besser durchkomme. Und hier hüpf. Ich glaube, es macht sie auch, wenn ich die Maus nicht anfasse. Ja, okay, es geht von alleine. Muss ich nicht aufpassen. Hui. Oh, da ist schon wieder was runtergefallen. Die ganze Teststrecke, oh, die Wand sieht relativ neu aus sogar. Frisch gestrichen. Frisch gestrichen. So, was passiert hier? Hier Ansicht vergrößern. Ah so, okay. Da bekomme ich... Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Guck mal, Müll. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Den Müll will ich nicht. Ich will den. Du musst nicht mit dem Müll testen. Es ist nur Müll. Es ist eine CD. Cool. Frisbee und so. Hui. Oh, kaputt gegangen. Da, ach, ist ganz viel Müll. Was ist da? Ich habe einen Stuhl gefunden. Stuhl. Chair Mode activate. Oh, und ein Radio. Yay. Ich entsorg mal den Müll. Ich bin mal so nett. So, Müll. Da. So hoch kann ich nicht hüpfen. So, da haben wir Mr. Kubus. Kriege ich dich jetzt? Oh, scheiße. Huh. Das war knapp. Gerettet. Meiner! Oh. Ich will nicht nochmal von diesem Ding erschlagen werden. So, da hinten ist mein Mehr? Hüpfi! Nein, ich will da nicht runter. Nur du. Yes! I did it! Kann ich eigentlich hier... Nee, aber da unten könnte ich's. Whee! Moment, kann ich mich selber sehen? Ich bin eine Frau, ich habe schwarze Haare. Du bist eine Frau? Oh mein Gott. Und ich habe solche coolen Schuhe an. Kann man auch nicht sehen. Deswegen sterbe ich nicht, weil ich so eine coolen Schuhe an habe, wenn ich irgendwo runterfall.
Ich habe schwarze Haare, das finde ich viel wichtiger. Blau. So. Hüpf. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Dankeschön, Gladys. Ich bin also Müll. Quatsch. Sie hat mich halt lieb. Ja. Ich bin der Einzige, der mit dir spricht.